Hallo Skorpion, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für kommende Woche für dich steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Skorpion. Interessant. In manchen Fällen hast du eine Verbindung mit Sternzeichen Wassermann. Muss nicht sein, aber ich sage es halt, ja. Also, es ist nur interessant gerade. Hinter dem Deck habe ich die Karte. Interessant. Die Karte der Teufel. Es ist nur interessant, weil, schau mal die Illustration in dieser Karte. Würde man gar nicht denken, ja? Also würde man gar nicht so denken, dass diese Person, also oder diese Karte, die Karte der Teufel ist, ja? Aber tatsächlich, ja, wie das immer so ist, ne? Skorpion, der Teufel kann man oft nicht unterscheiden, ja? Also, aber hier gibt es so eine Energie. Sternzeichen Steinbock ist hier gerade sehr präsent, natürlich. Aber, in manchen Fällen dieses Materielles auch, weil die Karte der Teufel repräsentiert auch das Materielles, alles was Materielles ist, das Geld, was mit Geld zu tun hat, mit diesen Vergnügen, also im Leben, also was mit dem Körper natürlich zu tun hat. Ja, und dann natürlich mit manchen Suchtverhalten in manchen Fällen oder schlechte Gewohnheiten, würde ich vielleicht so nennen. Wir schauen jetzt, ja, also ich sehe hier natürlich, wie gesagt, die Karte der Teufel, Nummer 15, in manchen Fällen ist diese Nummer für dich wichtig, Sternzeichen Steinbock und nochmals eine Situation gibt es hier, was wirklich mit diesem Materielles zu tun hat, ja. Die Herrscherin, die Familie ist nämlich hier, in irgendeiner Situation sieht man hier doch die Familie, eine Mutter. Und eine Person stellt sich hier auch auf eine Defensive. Ich sehe hier 9 Stäbe und die Karte der Teufel. Es ist interessant, diese Kombination gerade, Skorpion. Diese Kombination ist ziemlich interessant. Schau mal bitte jetzt. Also diese Person hier stellt sich auf eine klare Defensive, weil diese Person hier ist schon oft das enttäuscht worden. Diese Person hier weiß schon, was los ist, was der Teufel überhaupt möchte. Diese Person in manchen Fällen hat schon den Teufel entdeckt, also wie sage ich, tja. Hat diese, also die Person hier ist oft das enttäuscht worden und vertraut eine bestimmte Person nicht mehr. So ungefähr, ich vertraue dir nicht mehr, dich nicht mehr, weil du hast mich schon oft das enttäuscht. Du bist immer wieder gekommen, bist du wieder gegangen. Also es ist eine Situation, die sich wiederholt und eigentlich habe ich schon mittlerweile satt. Ich habe es satt von dir. Weil du lügst, du manipulierst, ja, dir geht es in manchen Fällen nur ums Geld. Also du bewegst, also ich meine jetzt Skorpion, ich sage es dir nicht dir, sondern ich rede über diese Person hier. Du wirst natürlich wissen, wer diese Person hier jetzt für dich ist. Ja, die Legung kann sich spiegeln. Ja, das können wir nicht vermeiden. Aber ja, ich sage nur, dass eine Person hier mittlerweile satt hat von einer bestimmten Person, die lügt, manipuliert, ziemlich eifersüchtig ist noch dazu. Also die Person, es gibt hier keine gute Energie. Und ja, ich meine, wir reden über den Teufel. Was soll ich dir hier sagen? Also ich meine, die Person hier ist extrem manipulativ, unabhängig vom Sternzeichen, weil wir reden hier nie über einen bestimmten Sternzeichen, sondern über eine Energie.
Denn diese Person, in manchen Fällen, ist Sensationsfische. Und verstehst du, was ich meine? Und hat so eine Energie. Von da aus, wir müssen schon da mit den Sternzeichen aufpassen, ja. Aber hier zeigt sich schon so eine Person. Ich meine, was soll ich dir hier sagen? Die Person ist nicht zu vertrauen. Also das kannst du mir ja glauben, aber das weißt du schon. Weil, das weißt du schon. Schau mal bitte jetzt, welche Karten hier sind. Also Skorpion, ich muss dir tatsächlich sagen, deine Energie zeigt sich dubios. Ja? Mit den Karten, die wir schon direkt jetzt auf den Tisch haben. Und wir haben nicht viele. Aber diese Karten zeigen sich etwas dubios. Überhaupt. Die Karte der Teufel schon mal da als Energie für kommende Woche sagt uns schon, sei vorsichtig. Also diese Kombination jetzt, Skorpion, ich möchte nicht intensiv werden, aber wenn ich so eine Energie spüre, werde ich schon tatsächlich automatisch intensiv. Und zwar, diese Situation hier, die ich habe, spricht für eine rote Fahne. Das ist eine rote Fahne. Das ist so ungefähr, sei vorsichtig. Aber wenn das nicht zu deutlich wäre, würde ich dir das auch nicht sagen. Ja, also ich spiele hier nicht jetzt provokativ. Nee, nee. Also wenn das nicht deutlich wäre, würde ich dir das nicht sagen. Das ist hier eine Situation, wo du vorsichtig sein solltest. Ich denke, dein Bauchgefühl, deine Intuition sagt dir mittlerweile schon, dass du hier vorsichtig sein musst, natürlich. Ist diese Person sehr sexuell? Kann sogar möglich sein, dass die Person sehr sexuell ist. Wie gesagt, ich habe alle möglichen Suchtverhalten hier in dieser Person. Alles, was mit Geld zu tun hat, die Person ist auch sehr materiell. Ich meine, natürlich ist Geld wichtig für uns allen, ja. Ich muss auch meine Miete monatlich bezahlen, ja. Aber in dem Fall hier ist schon extrem. Eine Person, die sehr gut leben möchte, in manchen Fällen durch andere Personen. Ja, ich lebe gut durch dich. Ja. Eine Person, die weggeht, also sehr gerne unterwegs ist, mit anderen Menschen feiert und essen geht, mag. Das ist schön, alles schön und gut. Aber klar, alles benötigt eine Grenze, ne? Gewisse Grenze, weil ich meine, wie gesagt. Ich muss monatlich meine Miete bezahlen. Ich brauche Geld. Ich meine, wenn ist das Geld schon bevor Monatsende ist, schon nichts mehr auf meinem Konto habe, weil ich natürlich jetzt ständig nur unterwegs bin und keine Verantwortung habe für das, was ich noch offen. Ja, also ich meine, wir verstehen uns ja. Es gibt hier so eine Energie, Skorpion. Es gibt hier schon so eine Energie. Und Geldausgabe könnte man sogar auch denken. Eine Person, die sehr viel Geld ausgibt. Schau mal bitte jetzt. Die Karte der Mond, der Hierophant und eine Puppe der Münzen. Also Skorpion, egal wie es sei, aber ich muss dir tatsächlich sagen, die Synchronisierung gerade mit Sternzeichen Wassermann ist hier für mich persönlich stark. Ja? Sage ich nur jetzt so nochmals nebenbei. Sternzeichen Krebs ist hier auch zu sehen. Steinbock, Krebs. Stier sehr, sehr sogar. Stier, Steinbock, sehr präsent bei dir. Ich könnte auch mit Feuerelement zu tun haben, aber auch, wie gesagt, Krebs oder Fische, tatsächlich. Ja. Ja. Es gibt hier. Also. Für manche könnte man hier sogar einen Altersunterschied sehen. Für manche. Muss nicht für allen reden. Sonst spricht das sehr für eine unreife Person. Skorpion, für eine Gruppe von euch spricht das sogar für ein Kind. Die gleiche Situation hatte ich sehr, sehr stark bei Sternzeichen Wassermann gehabt. So, für eine Gruppe ist tatsächlich ein Kind. Aber ja, wir wissen ja, wie das ist. Also, es ist nicht immer so alles so idyllisch, wie man sich vorstellt, mit Kindern und Familie. Ja. Oft sind diese karmische Situationen, oft nicht. Also die karmische Situationen fangen auch da an. Also in unserer Familie, es ist so, es ist so. Unsere erste Probe fängt in der Familie an. Unsere erste Schule ist in der Familie. Es gibt hier eine Person, die dubios ist. Das Wort ist hier dubios.
Es gibt, und wenn das hier ein Wunschpartner für dich ist, dann, und du einen Altersunterschied mit der Person hast, oder wiederum nicht. Aber die Sache ist, die Person zeigt sich schon dubios. Du wirst nächste Woche mit einer bestimmten Person Energie dich konfrontieren müssen. Und wenn ich sage, dich konfrontieren, ist, weil die Person mit dir reden möchte. Aber die Sache ist, vorsichtig mit dem, was diese Person dir jetzt erzählt, weil ich sehe hier eine Energie, die nicht unbedingt zu vertrauen ist. Ja? Aber das siehst du, das weißt du sogar. Skorpion, das weißt du sogar. Ja? Also nochmal, Sternzeichen Stier ist hier sehr stark präsent bei dir. Steinbock. Aber die Sache ist, ich sehe hier eine Person, die sehr viel Geld ausgibt. In manchen Fällen immer wieder sich auch Geld von dir holt. Es muss nicht für uns allen reden. Ich sehe hier die Familie sehr präsent. Ja? Und nochmals, für eine Gruppe ist das ein Kind. Ja? Sag es dir aber auch. Ja, also fünfte Schwert hinter dem Deck. Achtung hier. Ja? Achtung hier. Eine Person lügt. Und das Gefühl ist da. Ich sehe hier eine Person, die wirklich gut leben möchte. Ja, das Typische. Entschuldigung. Ich möchte es gut haben, aber ich gebe mehr aus, als ich überhaupt es mir leisten kann. Und dann gehe ich zu Mama oder Papa und möchte Geld haben. Ich gebe irgendeine Ausrede da oder sage irgendetwas. Und es gibt hier eine klare Manipulation und es gibt hier eine klare rote Fahne. Es ist eine rote Fahne, keine Ahnung. Du wirst wissen, Skorpion. Wow. Skorpion, es gibt hier schon eine interessante Energie. Eine ziemlich interessante Energie. Wow, und Sternzeichen Wassermann tatsächlich, ja? Skorpion, Sternzeichen Wassermann ist hier stark präsent. Wassermann, Zwilling und Waage. Luftelement bei dir stark hier zu spüren. Luftelement sehr, sehr stark bei dir. Außer die, die ich schon genannt habe. Sternzeichen Schütze ist auf den Würfeln. Ne? Sternzeichen Schütze und die Nummer 8. Achtung hier, es ist ziemlich interessant. Hinter dem Deck der Gehängte. Der Gehängte Nummer 12. 12 Sternzeichen Fische. Aber diese Sternzeichen hatte ich vorher auch bei dir genannt. Das zeigt einen Stillstand. Also es gibt hier einen Stillstand oder eine Blockade von einer Person in manchen Fällen. Diese Situation hier. Also, wow. Schau mal bitte jetzt hier. Also, man bekommt hier schon Klarheit, Skorpion. Eine Person hier bekommt schon eine Erleuchtung. Ja? Und die Gerechtigkeit ist hier auch. Also es kommt eine Balance, eine Gerechtigkeit, eine göttliche Gerechtigkeit. Ich sehe, wie ich dir gesagt habe, eine karmische Situation bei dir. Was ja sogar mit der Familie zu tun hat. Eine Person bekommt hier eine Erleuchtung. Ich sehe hier auch eine alte Seele. Eine alte Seele. Egal, ob diese Person 50, 60, 70 Jahre alt ist, diese Person erscheint jünger. Also es gibt eine Person hier, die mit 70 Jahren alt vielleicht wie 50 aussieht. Warum? Weil eine alte Seele ist. Ja? Bei dieser Person gilt das Alter nicht wie bei anderen. Ja? Wir wissen ja, was damit gemeint wird. Es gibt manche, so eine Situation ist hier. Eine alte Seele, die sehr jung aussieht und sein Alter nicht entspricht. Ja? Ich sehe hier eine Person, die sehr verbunden mit unserem Universum sehr verbunden ist
und eine klare Leuchtung hat. Ich sehe hier die Intuition sehr stark präsent, aber die Gerechtigkeit, es gibt hier eine Gerechtigkeit. Eine Falschheit gibt es nämlich auch. Ja. Schau mal bitte jetzt, Skorpion, in der Mitte siebende Schwerter. Und du hast es ja gesehen mit diesen Karten. Also schau mal jetzt bitte, Skorpion, mit diesen zwei Karten ganz am Anfang. Und wir hatten ja nur die gehabt am Anfang, ja? Ich hatte dir ja hier gesagt, vorsichtig mit einer bestimmten Person, die wirklich, du weißt schon mittlerweile, dass du dieser Person nicht mehr vertrauen darfst. Und tatsächlich bestätigt sich die Energie mit diesen siebenten Schwertern in der Mitte. Diese bestimmte Energie, die wir hier haben, und du weißt mittlerweile, wer diese Person ist, das weißt du. Und sogar, wie gesagt, ich könnte sogar hier über ein Kind reden. Ja, so ist es nämlich auch. Egal, wer diese Person jetzt für dich ist, diese Person darfst du natürlich nicht mehr vertrauen. Diese Person klaut sogar. In manchen Fällen sehe ich hier eine Person, die sogar Geld klaut. Eine Person, wie ich gesagt habe, sehr manipulativ ist. Eine Person, die lügt, spioniert. Eine Person, die strategisch ist. Keine Ahnung, wie das hier für dich spricht. Siebente Schwerter. Du siehst ja, also ich habe bei dir mehrere Karten, die mit Licht zu tun haben. Die Karte der Stern, eine der besten Karten im Tarot, Sternzeichen Wassermann. Aber ich sehe hier Klarheit und Licht. Es gibt hier auch eine Reinigung in diese Energie. Denn nochmals, vierte Schwerter, siebente Schwerter. Die Gedanken sind hier sehr stark präsent, nächste Woche. Eine Person ist hier am Nachdenken, sehr, sehr stark am Denken. Was soll ich hier machen? Wie soll ich handeln? Die Gedanken sind hier sehr präsent. Sehr sogar. Eine starke Anziehung, ne? Also ich spüre hier auch diese starke, starke Anziehung. Also ja. Die Karte der Stern. Schau mal bitte jetzt, Skorpion, in Bezug auf diese Person, die wir die ganze Zeit hier haben. Also schau mal, ich sage dir, du siehst ja, es gibt eine Person hier, die nicht zu vertrauen ist. Diese Person wird mit dir reden wollen. Intentionen sind ja da, also bestimmte Intentionen sind ja da. Bei jeder wird anders sein, aber die Intentionen sind da. Eine Person möchte mit dir reden. Diese Person wird sich in manchen Fällen entschuldigen, aber das ist doch eine falsche Entschuldigung. Ja? Die gleiche Situation hatte ich bei Sternzeichen Zwilling letzte Woche. Ja. Für die vorherige Woche hatte ich so ein Gefühl von einer falschen Entschuldigung. Einer Person, die sich irgendwie nochmals versöhnen möchte, aber diese Versöhnung ist natürlich nicht, kommt nicht vom Herz. Ja, es kommt nicht vom Herz. Und das ist das Gefühl, was ich auch hier bekomme. So eine verrückte Handlung. Eine Person macht schon eine verrückte Handlung, aber diese Situation ist nicht vom Herz. Es kommt nicht vom Herz. Du darfst, also wenn ich dir ehrlich bin jetzt, Skorpion, ich weiß nicht, wie die Legung für dich spricht, wie die sich spiegelt und überhaupt. Also vertraut hier eine bestimmte Person nicht. Ja? Ich sehe hier jemand mit sehr viel Suchtverhalten. Am Ende Suchtverhalten in irgendeiner Weise haben wir ja alle. Ne? Situationen, Verhaltens, die für uns nicht gut sind. Und es zeigt sich verschieden für uns allen. Sogar wenn man den ganzen Tag vor Fernseher sitzt, also ich sitze den ganzen Tag vor meinem Fernseher und schaue nur Filme an und so weiter. Sogar das spricht für einen negativen Verhalten, ja, ein Suchtverhalten. Deswegen zeigt sich verschieden. Ich sehe hier auch Sachen, was mit Alkohol zu tun hat. Alkohol, Geld,
Ja, also, Skorpion, ich sehe hier eine Person, die spioniert, nachts spioniert. Und diese Person, Skorpion, diese Person spioniert nachts, wenn die Person betrunken ist. Nüchtern würde diese Person das in manchen Fällen nicht machen. Aber diese Person trinkt Alkohol, viel Alkohol. Und wenn diese Person betrunken ist, kommt bei dir in der Nähe vorbei, spioniert dich, schaut, ob dein Auto da ist oder nicht, oder schaut durchs Fenster, möchte wissen, was du machst. Diese Person spioniert. Ja? Diese Person ist hier nicht zu vertrauen. Du hast mit einer bestimmten Person zu tun, die gar nicht zu vertrauen ist, die ein Lügner ist oder eine Frau oder ein Mann, der lügt, strategisch ist, in manchen Fällen doch sogar Alkoholiker ist, ja. Ich meine, das ist ja eine Krankheit, das wissen wir ja auch, ja. Also da dürfen wir nicht so oberflächlich jetzt werden, aber ich könnte hier sogar mit so einer Person zu tun haben. Eine Person, die wirklich sehr viel Alkohol trinkt, nochmals, keine gute Gewohnheiten hat und tja. Also Skorpion, so sieht es nämlich aus. Und nochmals, das Gefühl gerade bei mir, bei manchen von euch ist, dass das wirklich ein Kind ist. Ja? Ja, und sonst hast du mit dieser Person einen großen Altersunterschied und diese Person benimmt sich wirklich wie ein Kind. Dieser Person darfst du nicht vertrauen. Und ich habe hier ständig Karten, die darüber reden. Keine Ahnung, was das hier ist, Skorpion. Also mir gefällt die Energie kein bisschen, ne? Sag es dir aber auch. In manchen Fällen spüre ich hier schon diese negative Energien. Und sogar, dass du sogar krank warst oder krank bist oder wie auch immer. Und wenn du dich so fühlst, dass du dich müde fühlst, energielos und so weiter, das hat mit einer bestimmten Person zu tun, ne? Die dich sogar telepathisch manipulieren kann. Also so, die Telepathie ist hier, die Verbindung ist hier zu einer bestimmten Person. Ich sehe hier eine Person, die damit sehr gut damit umgehen kann, also damit sehr gut arbeiten kann, mit dieser telepathischen Kommunikation und dich auch damit auch kontrollieren kann. Ich sehe hier schon eine Person, die wirklich mit, natürlich mit negativen Energien arbeitet. Hat diese Person von dir irgendeinen Gegenstand von dir persönlich, zum Beispiel ein T-Shirt oder etwas, was dir gehört, diese Person macht? Auch arbeitet mit Magie, mit diesem Stück, was er von dir oder was sie von dir hat. Es gibt hier eine Person, die nochmals sehr gut damit sich kennt, also auskennt, ja? Skorpion, in wenige Worte, nächste Woche, kommende Woche. Es gibt hier eine klare Kommunikation, das sage ich dir aber auch, in manchen Fällen über Internet. Ich sehe nicht, dass diese Person bis zu dir jetzt kommt. Ich sehe hier mehr eine Kommunikation über Internet. Über diese Kommunikation wirst du automatisch Klarheit haben. Du wirst automatisch Klarheit haben. Du wirst wissen, was für Intentionen diese Person hat. Du wirst es gleich wissen, dass diese Person keine guten Intentionen hat. Es gibt hier eine dubiose Verbindung. Eine dubiose Verbindung gibt es hier. Die Klarheit ist aber da.
Ich sehe auch eine Heilung bei dir, Skorpio. Ne? Wenn, also die, eine Heilung sehe ich, eine Reinigung in deiner Energie sehe ich schon. Und in manchen Fällen was Neues. Also, dass man hier was Neues anfängt. Ja, also es gibt hier eine neue Situation bei dir. Ich denke, Augenblick bitte. Ein Kind, ein Freund, ein Wunschpartner oder so wie auch immer. Oder sogar ein Arbeitskollege oder wie auch immer. Du musst wissen, was diese Person jetzt ist. Ja, weil das ist jeder, für jeder anders. Tatsächlich. Die gleiche Energie hatte ich bei wem? Bei Wassermann, Skorpion, das gibt's nicht, oder? Die gleiche Energie hatte ich auch bei Sternzeichen Wassermann. Zwei der Stäbe. Die Nummer 2, 2, also 2. Also ich habe hier gerade die Nummer 2, 2, 2, Skorpion. Eine wichtige Nummer, die du bei Internet suchen darfst. Die Nummer 2, 2, 2. Es gibt hier schon eine Entscheidung, gell? Hier gibt es eine Entscheidung. 2, 2, 2. Und in meiner Uhr gerade zeigt sich auch die Nummer 2, 2, 2. Ich weiß nicht, ob du es sehen kannst, weil mein Licht hier ist nicht so gut. Aber auf jeden Fall 2, 2, 2. Wichtige Nummer. Es gibt hier schon eine Entscheidung. Du blockierst hier eine Person. Weißt du, warum du diese Person blockierst, Skorpion? Weil eine bestimmte Person hier ist tatsächlich verheiratet. Es gibt hier eine Person, und jetzt spricht das sehr wahrscheinlich für eine andere Gruppe, aber ich sage dir, was ich gerade in dem Moment sehe. Es gibt hier eine Person, die verheiratet ist, und diese Person lügt. Diese Person möchte sogar in manchen Fällen doch eine Reise machen zu dir. Diese Person möchte eine Reise machen, aber diese Person lügt. Weil diese Person verheiratet ist. Es gibt hier eine Person, die nicht mit der Wahrheit kommt. Ja? Also nicht mit der Wahrheit kommt. Es gibt eine bestimmte Situation hier, die du nicht vertrauen solltest. In manchen Fällen sogar, diese Person bekommt ein Baby. Die Frau von dieser Person ist schwanger. Es gibt hier eine Person, die schwanger ist. Eine Schwangerschaft ist da. Ich sehe hier eine dritte Person sicher, sicher, ohne Zweifel. Diese Person hat dubiose Intentionen, nur klare Interesse. Wow, also ich kann es dir laut, aber nicht deutlicher sagen. Schau mal bitte jetzt hier. Schau mal bitte jetzt hier. Skorpion, wenn das jetzt mit Arbeit zu tun hat, mit einer Person, vertraue diese Person nicht und es reibe gar nichts. Also, und es reibe nächste Woche gar nichts mit dieser bestimmten Energie oder wie auch immer. Wenn du was vorhast nächste Woche, mach keine Unterschrift, gib keine Unterschrift tatsächlich. Es gibt eine dubiose Energie hier und ich weiß nicht, was das für dich bedeutet, aber das ist nicht zu vertrauen. Sei es Arbeit oder wie gesagt, einen Freund, sogenannte Freunde oder sonst ein Kind oder sonst einen Wunschpartner. Das hier ist nicht zu vertrauen. Was ich sehe, ist, dass du das, die Klarheit dafür haben wirst. Das ist, was ich tatsächlich denke. Du wirst schon, in manchen Fällen gibt es etwas, was du nicht so richtig sehen kannst, dass du noch deine Zweifel hast. Du hast deine Zweifel, denn in manchen Fällen die Person war. Ist ja nicht ehrlich gewesen. Diese Person hat ja nie gesagt, dass er oder sie verheiratet ist. Diese Person ist nicht mit der Wahrheit gewesen. Du weißt das gar nicht eigentlich. Und jetzt sage ich dir, dass diese Person verheiratet ist. Dass eine Person hier lügt, ziemlich frech sogar. Und dass das so ist, wie ich es sage. Schau mal, die Karten, die für dich gekommen sind, interessant. Also, ich habe was gebastelt, ja, also die sind jetzt von mir. Aber schau mal, hier sieht man so eine Person, die Ingenieur ist, in manchen Fällen. Und hast du mit einem Ingenieur zu tun? Einer Person, die sogar tief im Meer arbeitet, also
Ja, diese Menschen, die halt das sehr viel Zeit ins Meer verbringen, ganz allein da und wie gesagt, Ingenieur und sich mehr mit Internet, durch Internet verbinden. Ja, das Typische, du weißt ja, hallo, ich bin Ingenieur, ich bin das ganze Halbjahr im Wasser, also ins Mittelmeer. Ich arbeite ganz allein da und ja, nein, ich bin ledig, ich habe niemand. Ich habe keine Kinder, ich habe keine Familie. Menschen, also vorsichtig. Ich sage nicht, dass alle Ingenieure jetzt so sind. Aber ja, also wenn du diese Person nur über Internet kennst und die Person, die es schon so eine Geschichte erzählt hat, von wegen, ja, vorsichtig. Vorsichtig. Es gibt hier eine Lüge, das sage ich dir aber auch. Aber diese Lüge kommt ans Licht. Ist das für dich Arbeit? Eine Person hat dir was versprochen. Und alles sieht so. Und nochmals, in manchen Fällen doch eine Person macht diese Reise, möchte eine Reise zu dir. Es gibt hier eine Person, die, wie gesagt, sehr gut essen gehen mag, in Partys gerne isst, alles, was wir alle mögen. Ne? Also alles, was wir natürlich alle mögen. Aber klar, eine bestimmte Grenze. Wie ich dir vorher gesagt habe, muss man schon haben. Ich muss schon eine Grenze haben, weil klar, wie gesagt, wir müssen uns unsere Miete bezahlen. Ne? Es gibt so eine Situation. Schau mal, eine andere Karte, die für dich gekommen ist, ist: sei echt, sei natürlich, sei einfach du selbst. Vertraue deine innere Stimme, Skorpion. Vertraue deine innere Stimme. Egal, ob diese Person jetzt dir sagt: ich bin Ingenieur oder ich biete dir eine super Arbeit, du wirst viel Geld bekommen, du wirst reich werden. Ja, also in wenigen Wochen, wenigen Monaten wirst du Millionär werden. Ja, unterschreibe bitte hier und wir machen zusammen. So, vergiss es, vergiss es, vergiss es. Skorpion, eine komische Energie gibt es hier. Ich sage dir, was ich sehe. Du hast es selber gesehen. Ich mache mir hier nichts vor und von da aus. Es gibt hier eine ganz komische Sache. Es gibt hier eine klare Strategie. Eine Person ist ziemlich strategisch. Ja? Also, diese Person ist ziemlich strategisch. Vorsichtig mit Internet. Mit Menschen, die sich über Internet Kontakt mit dir aufnehmen. Vorsichtig, wir dürfen nicht alles glauben. Und ich glaube, das ist ja mittlerweile deutlich. Es gibt hier, du weißt das, du spürst hier. Ja. Es gibt hier eine unreife Person, ne? Es gibt hier eine ziemlich unreife Person. Diese Person hat mit der Realität nichts zu tun. Es gibt hier eine Person, die mit der Realität nichts zu tun hat. Ja? Und diese Kommunikation ist über Internet. Nochmals, in manchen Fällen gibt es doch eine geografische Distanz, weil ja, die Person ist ja Ingenieur und Gott weiß, wo die Person jetzt ist. Ja? Also, ich rede ja nichts gegen den Ingenieur. Ich sage jetzt nur: ich kenne solche Fälle, ja, und weil ich solche Fälle kenne, rede ich darüber. Und überhaupt, weil diese Karte auch für dich gekommen ist, Skorpion, weil diese Karte für dich, also hier sehe ich schon einen Ingenieur, muss nicht für allen reden. Und wenn du diese Person tatsächlich über Internet kennengelernt hast, sa ich sage dir jetzt gleich vorsichtig. Egal, was das diese Person jetzt ist, aber so zeigt sich die Situation hier. Vorsichtig, ja. Also in manchen Fällen, du merkst ja, die Situationen sind extrem verschieden hier. Aber ich sehe natürlich eine dritte Person. Ja, ich sehe hier eine dritte Person. Aber Skorpion, auch eine Person, die lügt. Was will ich dir damit sagen? Du weißt in manchen Fällen darüber nicht oder du wusstest nicht, dass diese Person verheiratet ist. Du wusstest das gar nicht.
Und ich sehe hier eine Schwangerschaft, habe ich dir ja auch gesagt. Diese Person hat sogar Babys. Diese Person ist gewöhnt, solche Situationen zu machen, Menschen über Internet zu belogen. Also es gibt hier eine komische Sache. Ja? Und Skorpion, das Gefühl bei mir ist, die Intention ist hier materielles. Ja? Also gib gar kein Geld aus. In dieser Situation gib kein Geld aus. Du verlierst dein Geld. Diese Person wird dich klauen. Du merkst ja, ich werde intensiv mit deiner Legung wieder, weil ich die Energie kaum vertrauen kann, kaum glauben kann und nicht mag. Ich mag diese Energie nicht. Und was das auch immer für dich heißt, Skorpion. Ich meine, du hast ja gesehen, welche verschiedenen Punkte wir hier haben könnten. Und jetzt musst du schauen, wie es für dich hier spricht. Ja? Ja, also diese Karte, die für dich jetzt gekommen ist, die ich jetzt selbst gebastelt habe, finde ich wichtig. Ich finde die wichtig. Also sei echt, sei natürlich, sei einfach du selbst. Und für mich hat das hier auch mit der Intuition zu tun. Die Intuition ist bei dir hier auch. Also, ja, vertraue deinem Bauchgefühl, das, was du fühlst, vertraue das, weil du irrst dich nicht. Du irrst dich nicht. In Bezug auf eine bestimmte Person. Was ich hier spüre, ich spüre bei dir auch, dass du was Neues anfangen möchtest. Ich spüre bei dir auch eine, für manche, das spricht nicht für allen, Skorpion, aber sogar für eine Gruppe sehe ich hier eine Entgiftung in deine, ja, eine Entgiftung, was mit deiner Gesundheit auch zu tun hat. Ich spüre hier eine Reinigung in deiner Energie. Das spüre ich bei dir sehr, sehr stark. Ja? Aber hier, du bekommst Licht. Ja? Du bekommst Licht und du blockierst. Du blockierst. Also Skorpion, ich weiß gar nicht, wie die Energie mit dir in Resonanz kommt. Ich hoffe gar nichts. Das sage ich dir aber auch. Ja? Ich hoffe aber gar nichts. Aber die ist die, die ist. Auf jeden Fall, ich danke dir für deine Likes, für deine Abos, Skorpion, und bis bald. Tschüss.